So, wir stehen hier bei der Mobile Tech Conference vor dem kleinen Microsoft-Stand im Foyer. Und wer sind Sie? Ich bin Frank Prengel, Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland für mobile und embedded Technologien zuständig, unter anderem für Windows Phone 7. Okay. Was erwartet denn Microsoft von der Mobile Tech Conference? Wir erwarten ganz, ganz viele interessierte Besucher, die sich mit Details unserer neuen Plattform Windows Phone 7 vertraut machen wollen, die im Herbst auf den Markt kommt. Was erwartet denn die Endanwender bei Windows Phone 7? Die Endanwender erwartet ein frisches neues Design, viel, viel Benutzbarkeit und Szenarien, die es quasi einfacher machen, mit dem Telefon das zu tun, worauf es ankommt. Was heißt Szenario? Szenarien heißt, mit meinen Kontakten umzugehen, mit Bildern, mit Musik, mit Videos umzugehen, Dokumente zu bearbeiten. Für all diese Geschichten haben wir uns neue Interaktionsformen ausgedacht. Mhm. Und das dürfte viele Leute interessieren. Okay, und wie kann der Entwickler, der dafür die Software programmiert, das umsetzen? Der Entwickler kriegt von uns kostenlose Tools, Visual Studio 2010 und Expression Blend für Windows Phone, inklusive einem Emulator, außerdem XLR Game Studio 4 und kann damit quasi ohne einen Euro Investitionen coole Applikationen und Spiele auf .NET-Basis mit Silverlight und XLR programmieren. Okay, und Sie sind heute Abend auf der Mobile Night auch auf der Bühne. Was erwartet uns denn da? Auf der Mobile Night möchte ich so ein bisschen vorstellen, wie diese neuen Szenarien im Zusammenhang mit den verschiedenen Interaktionsformen aussehen. Wir haben das Konzept der sogenannten Hubs in Windows Phone 7 und da zeige ich einfach mal ein bisschen im Detail, wie wir uns vorstellen, wie die Benutzer mit ihren Informationen auf ihrem Telefon unter Windows Phone 7 umgehen werden. Prima, freuen wir uns drauf. Dankeschön. Danke.